Die neue Regierung legt einiges an Tempo vor. Bei der ersten Klausur in der Südsteiermark werden vergangene Woche die Senkung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder und die Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge für kleine Einkommen beschlossen. Für den Ministerrat am kommenden Mittwoch kündigen der neue Finanzminister und der Bundeskanzler eine weitere Entlastung an. Also ich stehe für Entlastung. Nämlich ehrliche Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, das ist das eine Elementum. Daher nehme ich auch, für das ich schon vorab kritisiert werde, in Kauf, dass wir nicht unmittelbar um jeden Preis, wie ich es formuliere, auch das Nulldefizit in dem Bereich anstreben. Also unser großes Ziel ist die steuerliche Entlastung. Wir haben jetzt begonnen bei den kleinen Einkommen. Ein weiterer Schritt wird die Entlastung der Familien sein, die nicht nur arbeiten gehen und ihren Beitrag leisten, weil sie am Arbeitsmarkt fleißig sind, sondern die auch in der Familie einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt unserer Gesellschaft leisten. Und insofern ist die ganz große Entlastung, die wir fürs nächste Jahr vorhaben, der Familienbonus, also 1.500 Euro pro Kind Steuerentlastung für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, für die Eltern dieser Kinder. Das ist etwas, an dem wir bereits die Arbeit aufgenommen haben, was im nächsten Jahr kommen wird. Gelten soll der Bonus bis zum 18. Geburtstag des Kindes. 700.000 Familien werden profitieren. Die Umsetzung dieses Wahlversprechens lässt sich die neue Regierung 1,5 Milliarden Euro kosten. Im Gegenzug werden aber Kinderfreibetrag und die Absetzbarkeit von Betreuungskosten gestrichen. In Kraft treten wird der neue Familienbonus dann am 1. Jänner 2019.